Ich denke noch so ungefähr 10 Minuten und dann gehe ich Ja. wahrscheinlich. Ich muss auch noch mit den Hunden Gassi gehen und so. Flauschi. Und ja. Wie bitte? Flauschi. Muss mit Flauschi. Ja, mit Flauschi. Ja, ich denke, ich auch nicht mehr so lange machen. Ich suche es auch noch Wie bitte? Erdbeben. Ich will auch nicht mehr so lange machen. Ich suche es vielleicht noch Erdbeben und dann. Okay, gut. Athene zu Mensch, trainieren ist sieht echt tatsächlich ziemlich scheiße. interessant aus. Es ist doch nicht. Einen Kill hat es bis jetzt gemacht. Als MVP und dann immer zerstört worden. Immer. Ja. Sarah könnte ruhig mal Psychokinese lernen. Wow, das macht doch so viel Das wäre Damage, gar ne? nicht so schlecht. Immerhin haben wir eine Arena geschafft. Und wir haben Surfer. Ja. Ha, ist das nicht effektiv. Bam. In dein Gesicht. Sarah hat Sonst es hätte es überlebt. Oh gereicht. mein Gott, Sarah hat eine Attacke überlebt. Ja. Yay. Und das Level, nicht Level. Was hat nicht mehr für Level abgereicht? Das ist Wow. so awesome. Aber ich glaube, hier müsste irgendwo Erdbeben sein. Okay. Frag Handy. Komm schon, Erdbeben. Nein. Gott, ich verpulvere mal die ganzen Protein-Items. Ganz viele Drogen und Bälle. Protein erhöht den Angriff. Wer braucht ganz viel Angriff? Richtig, gar das. Ja, und vielleicht auch Annika. Ah, Details. So, Carbon erhöht den Speedwert. Annika braucht mehr Speed. Definitiv. Ja, wäre nicht schlecht. Haben wir noch irgendwelche Drogen? Nein. Ich glaube sonst nichts mehr, außer halt den Rare Candies. Die benutze ich noch nicht. Kann noch eins noch höher gehen, verdammt. Verständlich. Die mache ich dann nur mit der großen Level 55 machen. Okay. Zink! Oh mein Gott, mehr, noch mehr Drogen. Ja, Drogen! Hört die Spezialverteidigung. Ich denke mal, das war das Richtige für dieser Boss. Dieser Boss wird irgendwann so super tanky und sowas alles. Okay. Ja. Es kann nicht mehr so weit sein bis zu Erdbeben. Die Hoffnung nicht Ja, ich weiß, es aufgeben. liegt halt irgendwo hier. Ich muss halt nur die richtige Etage finden. Hier. Calcium. Ah, Metro. genau in dem Moment läuft der eins nach vorne, der Arsch. Oh. Kann schon nicht Erdbeben haben. Mit einem Voltoball. Ich setze mal nicht Sache ein. Sondern Annika! Das war eine gute Entscheidung. Ja, denke ich auch. Das reicht nämlich nicht, obwohl es viel Level höher ist. Yay, Level 24. Yay! Moog. Mag, ja, Mag. also mag dich schon ein bisschen Ja, fertig, es mag. ne? Oh nein. Nein! Hör auf, welche Attacken zu beenden, ne? Ah, wunderschön. Wunderbar. Immerhin zwei Treffer, vielleicht. Denke Ja, ich. es klingt ja gar nicht schlecht. Oh, nein. Okay, Annika ist Ah, das tot. Gift kommt jetzt total doof. Weil ich bekomme jetzt einmal Gift ab. Ja. Und selbst wenn ich jetzt treffe, bekomme ich nachher noch mal einmal Gift ab. Ja, und das ist dann Und ich doof, weil treffe aber dann ist nicht. Annika tot und ja. Das ist so wow. Und die Attacke ging auch noch daneben. Ah. Ja.
Weg mit Angriff noch und dann. Das nicht reicht. Was ist los, Garrett? Ist das nach. Oder. Es ist echt traurig. Vielleicht mache ich einfach irgendwann mal so einen Trainingstream. Oh. Und zieh die alle auf Level 36 hoch und dann. Und dann bist du einfach richtig krass. Ja. Ich Wars of Steel. So. Oder es lag ganz weit unten, ich weiß es gar nicht mehr. Auch immer gut, wenn man konkret vor Augen hat, wo was ist. Es liegt in so einem Depot halt. Okay. Noch mehr Drogen. Ja. Calcium, Spezialangriff. Oh, Bisa Boss, da doch. Bisa Boss ist einfach super tanky. Ende der Ansage. Ist halt in so ein scheiß Depot. Schlimm. Komm schon, ich finde das. Du schaffst das, Tepsi. Ich glaube an mich. Unten geht's übrigens weiter. Wenn ich unten dann gehe, kann ich mir nicht gegen Gabby kämpfen. Okay. Mann, ich finde das nicht. Das ist nicht so toll. Ich bin kurz auf. Nein! Okay, der müsste Level. Der müsste nicht so stark sein. Der müsste nicht so stark sein, glaube ich. Oh. Ich will noch Erdbeben. Ich hoffe es mal. Nein, die ganz unten, die sind nicht so stark. Ich glaube, die kann ich alle besiegen. Okay. Du glaubst es. Ja, ich glaube ganz hart dran. Okay. Nee. Nee. 2 KP! Nee. Okay, Ripgirl, weil das ist ja schneller. Ja. Oh. Deswegen spiele ich keine Nuzlocke. Weil mein Spielstil einfach nur unzerstörbar ist. Ja. Und ich hab's geparkert, sehr schön. Oh Mann. Und ich bekomme den Crit ab. Wunderbar. Doof. Lass mich gerade nicht flinchen. Nein, tue ich nicht. Das ist gut. Nein, ich will einfach nur den Gegner zerstören. Das ist mein Ziel. Trainingstream, es liegt nach dem Plan. Ja, auf jeden Fall. Ach. Und ich hab's wieder paralysiert, sehr schön. Weil wenn Garra das nicht mal alles one-hittet, ist es sehr traurig. Das ist wahr. Garra doof. Das habe ich jetzt nicht gehört. Oh, ein Crit mit dem Tackle, sehr schön. Hätte ich ausgelacht, wenn Tackle jetzt einfach verfehlt hätte. Das ist aber hier 100% Genauigkeit. Das wäre so wahrscheinlich gewesen wie... ich glaube hier ist ab Level, ab 3. Level ist es 100%, meinte ich. Das war ein Crit. Ich dachte, das wäre erst ab 4. 100%, aber ich weiß es nicht. Nee, Level 28. Yay, Level up! Woohoo! Alles Gegner, by the way. Was ist denn das? Ist es echt ganz unten? Ich gehe erstmal raus und mich heilen. Warte, ich google gleich, wo das scheiß Erdbeben-Item liegt. Okay.
Das ist jetzt so mein Ziel des Streams. Oh, das Erdbeben. So. Dann kann ich einmal kurz hier drauf gehen und Erdbeben TM. Warum wird dir bei Triggerchen nicht angezeigt, dass Gerald das Erdbeben lernen kann? Das sind aber Helden. Ja, Keks. Einfach. Warum? Warum wird das nicht angezeigt? Ich weiß es nicht. Vogelwiki lügt. Ich weiß doch, dass Gerald das Erdbeben lernen kann. Erdbeben. Ja, das kannst du lernen. Die haben mir seinen Job nicht getan, aber bei Pogo wiege ich hier nicht immer die Wahrheit. So, Erdbeben, ja. Feuerrot. Verdammt, ich habe gelogen. Verdammt. Das bekomme ich erst, okay, nevermind. Ich dachte, ich bekomme das im Slipco, aber ich bekomme es erst, wenn ich die 8. Arena besiegt habe. Oh, ich bekomme das im Pokémon Blau bekomme ich das. Im Pokémon Blau bekomme ich das, wenn ich, im Pokémon Blau bekomme ich das im Slipco. So rum war es gewesen. Okay, ja dann, scheiße gelaufen. Ich gehe jetzt noch zu Pseudo-Schwester Joyce und dann beende ich den Stream. Okay. Zu Schwester Joyce Cousine dritten Grades. Okay. Der ich sehe gerade Pokémon Mond, so bekommt man Erdbeben in einen Ort, die sich Finalhöhle nennt. Interessant. Wo auch immer das ist, ich denke. Oh. Okay, in welcher Etage war die Handel jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hier nicht? Okay. Hier auch nicht. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Ja, wir sind der Sache schon ganz nah. Ja, da ist sie! Ich speichere jetzt hier und so. Nächster Stream dann einfach so ein Pseudo-Training-Stream. Ja, vielleicht. Wie du die ganzen Rocket-Rufe klatschst oder einfach nochmal die Gift-Arena versuchst. Ein nur mit Garados. Ja, Mann! Yay. Klingt doch super. Das klingt nach dem Plan. Ich mache jetzt hier noch einen Screenshot, wie ich mir selber empfohlen werde. So. Das klingt auf jeden Fall. Ich sehe, du benutzt ein Mapping-Tool. Ha. Ja. Was denn sonst? Es ist ein Windows-Tool, das hat jeder. Keine Ahnung. Wie bitte? Es ist ein Windows-Tool, das hat jeder. Das stimmt. Aber man könnte zum Beispiel auch Push oder Gyarzo benutzen. Dann ist das eigentlich auch ganz praktisch. Ja, könnte man. Ja, könnte man tatsächlich. So, bam, ist aber nicht. Man kann auch einfach Snipping Tool benutzen, weil Snipping Tool auch lustig ist. Ja, richtig. So. Und gut. Ja, also Leute, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Alle, die hier krass den Steam geschaut haben. Abonniert Tiberium Games! Wenn ihr das seht, seht ihr ja wahrscheinlich eher auf meinem Kanal. Dann nächstes Jahr. Also im Januar, wenn das endlich das herauskam. Schaut auch bei Kim vorbei. Hi, ich mach zwar keine Videos, aber abonniert mich. Ich habe über 200 Abonnenten. Ich bin cool. Ihr könnt ihren Toast-Hunter-Account folgen auf Twitter. Ja, den ich nicht mehr benutze. Oder ihren normalen Account, wenn er gerade mal nicht auf privat gestellt ist. Ja, genau. Das ist sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall. Und gut, abonniert Tiberium Games. Lasst ein Like und ein Abo. Und einen Kommentar da, in dem ihr schreibt, Tipsy ist der Beste. Hashtag Schokotorte. Und dann gewinnt ihr gar nichts. Ihr bekommt eine Schokotorte. Oder ja. Da könnt ihr euch beim Konditor eures Vertrauens abholen. Genau. Das Passwort ist der Preis, der angezeigt wird. Genau. Und den müsst ihr dann noch bezahlen. Aber ja, das war's dann auch. Aber wie geschenkt. Wäre cool, oder? Ja, das ist eigentlich gut. Ja. Okay, Leute, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich verabschiede mich.
Vielen Dank für das dabei sein, Kim. Gern geschehen. Hat mich gefreut, Tipsy. Okay. Tschüss. Tschüssi. Ich habe gerade gewunken. Wieso auch immer. Da ist noch eine Aufnahme, nicht mehr im Stream. Das ist exklusiv für meinen YouTube-Kanal Only Material. Genau, so richtig exklusiv. Yay. Dass die Leute dich abonnieren. Ich glaube, ich beende jetzt die Aufnahme. Ne? Ja, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Abonniert mich. Tschüssi.